Über den Skandal herbei mit deiner ewigen Besserwisserei. Auch deine Art, Ressentiments zu häkeln. An allem und an jedem rumzumäkeln. Und was dir fehlt, den anderen vorzuwerfen. Das geht natürlich allen auf die Nerven. Ich fürchte, du bist wirklich sehr frustriert. Das schadet dir, das stört, das irritiert. Ich wollte es dir nur sagen, unter Frauen, in aller Offenheit, ganzem Vertrauen. Und weil ich unsere Freundschaft nie vergesse, es ist ja nur in deinem Interesse. Verzeih, ich habe offenbar vorhin ganz unabsichtlich, arglos wie ich bin, an einen ziemlich wunden Punkt gerührt. Sonst hättest du nicht so wütend reagiert. Oh, ganz im Gegenteil. Asinoe, du solltest das viel öfter tun, beim Tee. Zweimal die Woche, Wutanfälle, Flüche und Tränen. Ich finde dieses Argument. Wie froh ich bin, sie endlich zu erwischen. Es liegt mir fern, als erst mich einzumischen in ihre Angelegenheiten. Nur ich bin nun einmal offen von Natur. Und ich muss sagen, dass es mich erbittert, wie man sie anstaunt und vor ihnen zittert. Und dann verbaut man ihnen so, als wäre das selbstverständlich, ihre Karriere. Nun, eigentlich ist das nicht mein Problem. Es wäre mir nämlich gar nicht angenehm, ein hochdotiertes Leben anzufangen als Boss. Ich fühle mich nicht übergangen. Sie sind viel zu bescheiden. Das ist schade. Ich meine doch, es wäre nachgerade am Platz, dass die Parteien etwas täten für einen Mann von ihren Qualitäten. Das hätte noch gefehlt, dass diese Leute auf mich verfielen. Nein, die haben heute ganz andere Sorgen und ich wäre der Letzte, der irgendeine Hoffnung auf sie setzte. Da irren Sie sich sehr, Alcest. Ich weiß Bescheid, man hat im allerengsten Kreise an Ihren Zukunftsplänen großes Interesse. Schließlich unterstützt Sie auch die Presse. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Man publiziert, wird überschätzt, verleumdet, falsch zitiert, mit Hinz und Kunst in einen Topf geschmissen und endlich von den Medien verschlissen. Ein ziemlich zweifelhaftes Gütesiegel. Selbst mein Friseur steht neuerdings im Spiegel. Na, Verzeihung, doch mir geht es dabei bloß um Fragen des politischen Niveaus. Sie sind prädestiniert. Und zwar schon lange für eine Position von allerhöchstem Rang. Das einzufädeln wäre mir ein Vergnügen. Sie können völlig über mich verfügen. Auf keinen Fall. Sie würden mich ruinieren. Mir könnte gar nichts Schlimmeres passieren, als jahrelang in Bonn herumzuhocken. In diese Falle lassen. Gelegentlich erhöht man die Diäten und einen Unterausschuss nach dem anderen mit taktischem Geschick zu unterwandern. Nach Pfründen. Ich sag's ganz offen, wenn's mich auch schmerzt. Sie ist ja derart zynisch und gerissen. Sie können letzten Endes gar nicht wissen, was in ihr vorgeht. Was sie wirklich will. Und deshalb schweigen Sie jetzt lieber still. Ich wollte Ihnen bloß die unerfreulichen Details ersparen. Nun gut, ich schlage vor, wir beiden fahren zu mir nach Haus. Und dort habe ich den Beweis, den Sie von mir verlangen. Schwarz auf weiß. Nicht zu mürrisch. Nicht zu verbissen. Wir werden uns schon noch zu trösten wissen.